Ab jetzt bringen wir grüne Bundespolitik auf Südbadens Plätze. Also, erstes grünes Flashmob-Podium fand in Lörrach auf dem alten Marktplatz statt mit dem grünen Bundestagsmitglied Franziska Brandner. Da rollten Transporter an und innerhalb von 10 Minuten sind 40 Sitzplätze, ein Podium, eine Bar mit Getränken aufgebaut. Und dann gibt es nach einem Dialog zwischen Gastpolitiker und mir auf dem Podest Zeit für Publikumsfragen. Und nach einer Stunde geht es in die nächste Stadt im Wahlkreis. Danke dir, Franziska Brandner, für den ersten Test. Es war klasse. Also es gibt Schönes, Wunderschönes hier in der Gegend. Wir haben aber auch einen Haufen Probleme und wir wissen ganz gerne, was meinst denn du dazu? Wie kommen wir denn bei diesen Punkten sozialen Zusammenhang stärken, Chancen ermöglichen, tatsächlich vorwärts? Und jetzt begrüße ich Franziska Brandner auf der Bühne. Ich freue mich, dass du da bist. Wie sieht denn für dich eine gerechte Familienförderung zum Beispiel in der zukünftigen Bundesrepublik Deutschland aus? Klar, soziale Gerechtigkeit ist überall ein Thema. Wir haben eine Familienförderung, die immer noch sich an der Ehe festmacht und nicht an den Kindern. Denjenigen, die haben, denen wird gegeben. Das ist relativ einzigartig im europäischen Vergleich. Das würden wir Grüne gerne umdrehen. Wir würden gerne diejenigen mit niedrigen Einkommen, mittleren Einkommen stärker entlasten. Das heißt, wir würden die Förderung davon abhängig machen, dass es wirklich die Kinder trifft. Wir sagen, für zukünftige Ehen wollen wir das Ehegattensplitting abschaffen. Alle, die heute verheiratet sind, für die ändert sich nichts. Aber in Zukunft möchten wir es umstellen von der Ehe zu den Kindern und sofort anfangen, alle Kinder zu unterstützen stärker, egal wie ihre Eltern miteinander leben.